Nee, wir gehen erst Richtung Abernethy Farm. Na? Und dann muss ich mal ganz schnell meine Kopfhörer austauschen. Weil die sind echt. Ich weiß nicht, warum die so furchtbar sind. Sind auch nicht zu eng oder so. Einfach nur. Echt. Einfach nur furchtbar. Naja. Abernethy. Hallo? Abernethy. Der schläft dann. Hallo, Katze. Gibt's hier irgendwo einen Stuhl, wo wir uns draufsetzen können und warten? Hallo. Hallo. Soll sich hinsetzen? Nicht so dumm. Okay, wir sind nicht fähig, uns hinzusetzen. Was ist denn das bitte? Kannst du dich hier drin irgendwo hinsetzen? Auf einen Stuhl? Doch. Ah, dann steht er auf, ist er? Dann warten wir einfach nochmal eine Stunde. So. Jetzt ist schön 7 Uhr. Jetzt sind die auch alle wach und draußen. Jetzt können wir ihnen auch die frohe Botschaft verkünden. Also nicht die frohe Botschaft, sondern nur, dass wir das Amulett gefunden haben. Mr. I've Abernethy. got that locket back for you. You serious? That's great news. Christ, speechless. I'm sure she'll go lean on her prices after what you've done. And feel free to use our workshop. Least we can do. Can we trade a few things? Okay. Hallo. Hey there. Blake told me what you did for us, for Mary. I know it's not much, but any trading you want to do, I'll go easy on the price. Let me know if there's anything you want to take a look at. Ja, Sure. zeig mal her. Hast du denn jetzt andere Sachen? Natürlich nicht. Aber die hatte doch hier. Was braucht man denn? Fertilizer. Oh. Concrete. Was war Fertilizer nochmal? Oder Concrete? Wie kostet das? 300 Kroka, bist du bekloppt? Geh nicht was verkaufen. Diese ganzen komischen Sachen. Ich glaube, wir haben nichts Tolles zum Verkaufen. Weißt du, ein kaputtes Buch haben? Warum haben wir die im Inventar seit? Wann kann man die mitnehmen? Hä? Dann kann man die mitnehmen. Und du kannst ein bisschen Drogen haben. Gar nicht, dass wir so wenig Dings haben. Das ist ja furchtbar. Was haben wir denn noch an Drogen? Psycho haben wir noch ein bisschen was. Halt mal einfach von allem mal eins. Weiß gar nicht, warum. Ich meine. Die hat gleich kein Geld mehr. Jetzt hat sie kein Geld mehr. Okay. Dann kaufen wir was von ihr. Eine Melone oder so. Okay, Akzept. Ja. Super. Okay, jetzt können wir auch hier das benutzen. Tatsache. Hier sind sogar Sachen drin. Was habt ihr nicht gesehen? Habt ihr denn irgendwelche tollen, wichtigen Sachen hier? Concrete ist immer sehr praktisch, können wir aber glaube ich nicht tragen. Ist sehr praktisch. Naja. Bla 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 ist er jetzt. Okay, jetzt können wir uns aber. Die mögen uns ja jetzt. Das heißt, wir können ihr. Ja. Können ihr Haus durchsuchen. Und alles mitnehmen, was uns so.
Passt. Ja, super Dogmeat. Ein Stimpak. Aber ich meine... Wir haben ja jetzt nichts Wertvolles, denke ich mal. Und wir sind überladen, natürlich. Natürlich sind wir überladen. Wie sollte es anders sein? Aber wir können nicht erzählen, dass das nicht da ist, um mitgenommen zu werden. Look alive. Hey, Dogmeat. Bitte schön. Können wir nicht erzählen, dass das nicht hier rumsteht, damit man es nicht mitnimmt? Hat. Hier ist Farbe. Okay, und hier sind wir auf dem Dach. Ein furchtbares Dach. Da müsst ihr aber nochmal dran arbeiten. Auch nichts Tolles doch hier. Naja, okay. Wo ist die Katze hin? Tschüss, Katze. Na, oh, tschüss, Kuh. Wir sind dann mal weg. Zurück nach Sanctuary. Oh, meine Nase juckt. Oh, nee. Was wollen die denn bitte? Warum ist die Waffe so schlecht? Ich verstehe das nicht. Wir haben ja jetzt... Ich habe ja... eigentlich eine bessere Waffe gemacht. Ne? Eigentlich. Heißt denn Unlimited? Bla. Da steht 0. Ja, ein bisschen verwirrt. Ne, warte, welche Waffe ist das? Die 39 Stück haben wir davon doch nur. Was ist denn Unlimited Ammo Capacity? Da heißt das einfach nur, dass wir nicht nachladen müssen. Und da kann man denn die Munitionsart ändern? Ja, jetzt meine Frage. Weil das wäre ja ganz praktisch, ne? Wir sind zurück. Hallo. Wir sind zurück. In Sanctuary. Hallo. Och Mann, diese blöden Kapora. Dogmeat. Ah, da hinten bist du. Dogmeat ist sehr langsam. Mann, wir waren immer noch nicht in allen Häusern, oder? Hallo? Das sieht sehr geplündert aus. Hallo? Hallo? Er hat denn eine... Was ist das denn? Medex. Okay, hier waren wir auf jeden Fall noch nicht drin. Was ist das denn? Okay. Okay. Er hat denn da eine Bombe oben drauf geklebt? Hier ist auch ein Terminal. Glitcher-Terminal. Oh nein. Real. Glass. Draw. Ich bin so schlecht da drin. Und dann ist es auch noch so kurz. Gut. Nein. Wenn's Food gar nicht ist, dann vielleicht Dark. Okay, dann vielleicht hier. Hier ist fast fett. Hier. Yay.
We are in the business of happiness. Sanctuary Hills. Di Pietro. Total bekloppt und muss mal sich entspannen. Versuche, ich sag ihm das die ganze Zeit. Versuche ihm zu helfen, aber bringt nichts. So wie er aussieht, therapiert er sich selbst mit Kuchen. Sehr nett. Baker. Mein allerliebster Aluminiumhutträger. Gut für 7 Ampullen Date-Tripper in der Woche. Er ist ein Eine-am-Tag-Typ. Was auch immer dem Kerl hilft. Okay, dann Rosa. Versuch immer noch eher ein bisschen Buffer zu bekommen. Hab nicht gedacht, dass die Rationierung das auch betrifft. Naja, es ist wie es ist. Dann Jahani. Er will etwas, was Psycho heißt. Bin mir nicht sicher, ob das überhaupt existiert. Und wenn es existiert, will ich wirklich, dass dieser Neandertaler es benutzt? Naja, kommt wahrscheinlich darauf an, wie viel er bereit ist zu geben. Ich werde halt meine Fühler mal mit meiner Army-Connection ausstrecken und gucken, wo das hinführt. An Russell. Ja. Russells? Russells waren das? Russell, ne. Die schulden mir immer noch was für die letzte X-Zell-Lieferung. Jetzt wundere ich mich, war es überhaupt für sie? Weil, und so helf mir Gott, wenn ich herausfinde, dass sie die Typen, dass sie diese Hunde damit... Dann werden wir ein ernstes Wörtchen haben über mehr als nur das Geld. Aber wir sind wahrscheinlich sowieso außerhalb der Wörter. Ich weiß, dass sie einen Bodensafe haben. Ich habe es gesehen. Im Hauptschlafzimmer, unter dem Schrank. Wird nicht so schwer sein zu... Knacken, ey. Concord, O'Keefe. Immer noch gut für ein paar Schüsse von Daddy-O in der Woche. Möchte gern pseudo-intellektuelles Arschloch. Aber er hat viel Geld. An Williams. Möchte Maddox. So viel wie ich bekommen kann. Hat mir nicht gesagt warum, aber ist auch nicht mein... Geht mich auch nichts an. Vielleicht braucht er etwas für eine Langzeit. Schmerzmanagement. Vielleicht hat er eine Krankheit? Anders? Normalerweise sind Kinder ein No-Go, aber dieses Mädchen hat Style. Und sie möchte auch nicht. Möchte auch keine Drogen. Hat 20 Blutpakete bestellt. Vielleicht ein Halloween-Spaß oder so. Oder vielleicht ist sie wirklich ein Vampir. Naja, was interessiert's mich? Er hat das Geld von ihrem Vater. Okay, Boston, Isaac. Irgendein Student am CIT. Möchte Daytripper XL und eine ganze Palette, Ja-Palette von Mentids. Bin mir nicht sicher, ob er irgendwelche verrückten Experimente macht. Mit den anderen Eierköpfen. Oder am Rande eines Nervenzusammenbruchs ist. Aber interessiert mich nicht, solange ich das Geld bekomme. Board. Junges, verheiratetes Paar. Möchte ein paar Daytripper in der Woche. Einfache Lieferung, coole Leute. Keine Sorgen. McDermott. Polizist, Langzeit-Buff-Out-Kunde. Naja, aber ich habe ein paar... Lieferungsprobleme. Wir hatten eine gute Beziehung für ein paar Jahre, aber ich hasse es, die zu beenden. Ich möchte nicht, dass er mir mit dem Gesetz droht, wenn er nicht bekommt, was er will. Würde sehr schlecht für mich enden. Franz Sepulski. Diese alte Frau hat ihre Daddy-O-Bestellung aufgestockt. Komisch. Aber profitabel.
Okay, dann noch Miss Landers Malcolm. Wahrscheinlich ein neuer Kunde in Charleston. Möchte Maddox. Wirkte seltsam verzweifelt. Könnte ein Polizist sein, der es zu hart versucht. Ich muss vorsichtig sein. Und Duchessna? Unterwäschenmodel von Braintree. Wunderschön, intelligent und total seltsam. Alles, was sie will, sind Stimpacks. 10 die Woche. Meine Vorstellung spielt verrückt. Okay, ein Drogenlieferant. Und wahrscheinlich auch vor dem Krieg, denke ich mal. Weil die Rose sind ja auch unsere Nachbarn gewesen. Ich bin froh, dass wir jetzt nicht draufstehen, unser Mann oder so. Dann so. Ja. Wie heißen wir eigentlich mit Nachnamen? Keine Ahnung. Jetzt bin ich froh, dass wir da nicht drin standen und so. Ja. Oh, die nette Familie mit dem kleinen Sohn. Bestellen pro Woche immer so Sachen. Bla 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 bla. Das wäre komisch. Nein, hier waren wir aber drin, ne? In allen Häusern, außer in dem, was... Mein Gott, sind wir komisch. Naja. Wir können aber auch mal... ganz kurz... hier mal ein bisschen aufräumen. Es sieht echt furchtbar aus hier. Dahin. Das dahin. Habe ich ja gar nicht viel hier. Okay, dann kann das dahin. Okay. Sieht alles ein bisschen schief aus, aber egal. Das können wir noch wegräumen. Das Schild, den Reifen. Dass wir diese Kleinteile auf dem Boden nicht wegräumen können. Ärgert mich. Wie das hier aussieht, ne? Wenn ihr eigentlich. Alles verschrotten, was kaputt ist. Na, diese Drogenhöhle hier. Ja, der Safe ist doch noch gut. Warum soll wir den verschrotten? Na komm, stell hin. Bilderrahmen kann weg. Kaputten Betten können weg. Echt schade drum, aber... naja. Haben wir das jetzt? Was willst du machen, ne? Hier irgendwas noch? Alles gut, okay. Alles total seltsam aus hier drin. In den Häusern. Total kaputt und durcheinander. Alles, was gelb ist, kann ja generell sowieso in den Müll. Ja, süß. Er kann ja da auch stehen bleiben. Geht aber auch noch eine Tür. Ganzen kaputten Betten. Kaputten Lampen. Hier sieht er auch schlimm aus. Aber die haben einen schönen Garten hier, ne? Der ist ganz schön voll. Grill. Und schön hier Gartenstühlchen. Alles schön gepflastert. Nicht schlecht. Die haben den einzig schönen Garten. In der ganzen Nachbarschaft. Ach, seht mal, was hier ist. Eine Chemiestation. Ganz ehrlich, da wir die nicht bauen können, nehme ich die einfach mit und stelle die da oben hin. Kein Wunder, dass der Nachbar, der die Drogen verkauft, die Chemiestation im Garten hat, ne? Muss mal was einschütten. Es geht mit einer Hand nicht. Wo stelle ich die denn jetzt mal hin? Kann ich doch auch hier an den Rand stellen, oder? Einfach daneben. Cool, oder? Das vielleicht hinter das Haus. Nee. So. Dahin. Na, ja. Sieht unscheinbar aus. Okay, dann haben wir noch ein paar Waffen zum Wegschmeißen, glaube ich.
Da steht trotzdem Kammer hier irgendwie. Gibt es irgendeine Möglichkeit? Da. Tatsache. Ganda 2. Und dann können wir nämlich die Dings ändern, die Waffen, die Munitionsart heißt das genau. Wäre nämlich super praktisch. Ah ja, und was wir noch machen müssen, die ganzen Klamotten wegschmeißen, die wir übrig haben. Wo ich da auch erstmal in meinen Schrank gucken muss. Ich versuche nämlich eigentlich so alle Outfits, die es gibt, zu sammeln. Super. Ja, dann können wir den Rest ja wegschmeißen. Dann die Hüte noch. Wo hab ich die Hüte reingemacht? Hier rein. Ah, wir gar nichts. Was denn? Malenhut. Komischen Trilby-Hut. Nein, jetzt habe ich den genommen. Eigentlich können wir da auch die, das da reinmachen einmal. Und diese, hier diese Goggles. Ah ne, die haben wir da schon drin. Können wir davon ja auch ein paar zerstören. Anziehen werde ich die, glaube ich, nicht. Nee, nee. So, dann lege ich die mal hier auf den Boden und zerstöre die dann alle. Da kriegen wir nämlich schön Leder raus. Ach, der Rest. Nein. 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 Mann. Können wir es nicht? Okay. Können wir gar nicht zerstören. Schade. Nein. Okay. Guck mal, es gibt uns Leben wieder. Jetzt hör auf damit. Ich will dann nur das Ding mitnehmen. Mann. Schön, dass uns das Ding regeneriert. LSN, danke. Tada! Haben wir jetzt alles erledigt? Können wir das eigentlich auf... Mit hör auf wegzurennen! Können wir das eigentlich auch verbessern? Wenn wir das jetzt hier... Ach, seht mal. No patches. Oh. Oh, wie süß. Aber du kannst eine Farbe aussuchen. Oh, und Taschen. Oh, das ist praktisch. Nein. Okay, das machen wir aber, ganz ehrlich. Plus 80 Tragedings. Das ist ja super praktisch. Was ist das? Ah, nee, das ist das. Okay. Taschenfarbe, oh mein Gott. Wir wissen, wie das jetzt aussieht. Aber dann machen wir auf jeden Fall aber ein Patch drauf, ein Voltec. Ja, ein Voltec-Patch machen wir da auf jeden Fall drauf. Tauscht sich das gegenseitig aus? Ja, bestimmt. Lassen wir die so in Olive oder machen wir die Polizeiblau? Oder Camo? Wir gucken uns die erstmal an. Dogmeat, wo bist du? Dogmeat. Was ist das, wenn dieser Hund wegrennt? Wo ist denn der? Ach nein. Dogmeat. Der liegt bestimmt in irgendeiner... Der kann doch jetzt nicht so schnell weggerannt sein. Hier gibt es irgendwie in den ganzen Nachbarschaften ganz viele von den Kackhundehütten und da liegt er immer drin. Ah, ich habe ihn gehört. Tut mir leid, Dogmeat. Aber dich habe ich gesucht. Jetzt bleib doch mal stehen, so. Fuck me. Muss was anprobieren für mich.
Oh, seht mal. Mit Taschen. Bleib hier. Hey, boy. Wait there. Bleib doch mal stehen. Ist da auch der Voltec-Patch drauf? Nein, oder? Hier kein Voltec-Sticker. Aber egal, die sieht unglaublich süß aus mit den Taschen. Wenn die mal eine andere Farbe machen? Preston? Preston. Du wolltest doch was von mir, oder? Preston. Stay sharp. Don't let your guard down. Oh, ich muss unbedingt mein Headset austauschen, es tut mir echt leid. Dann ist das unbequem. Ich dachte, das geht vielleicht wieder, aber nein. Ist ja unwarte. Sekunde. Oh, viel besser. Okay, jetzt höre ich zwar nichts, aber egal. Oh mein Gott. Das ist ja mal fünfmal so bequem. Oh mein Gott. Okay, welche Farbe? Da sind gar keine Patches drauf. Ah, der an der Seite. Aber die sind ja gar nicht drauf, oder? Okay, da können wir gucken, wie die aussehen. US Army, Railroad, NCR. Oh, wie süß! New California Republic mit dem zweiköpfigen Bären. Dreiköpfig? Dreiköpfig, ne? Dann haben wir dann die Minutemen. K9 Police. Institut. Oh, süß. Brothers of Steel. Okay, dann machen wir aber mal die Minutemen, oder? Voltec. Voltec habe ich gar nicht gesehen. Nee, dann würde ich mal die Minutemen da drauf machen. Okay, welche Farbe? Wenn die sieht man, ich finde das so dumm, dass man, dass die die Vorschau halt von den Sachen auch gelb gemacht haben. Also so grün, das ist total dämlich. Machen wir die schwarz? Graues Camo, glaube ich. Grünes Camo wahrscheinlich. Blaues Camo. Urbanes Camo, was auch heißt. Olive. Sollen wir Polizeiblau machen? Machen wir doch einfach mal Polizeiblau. Beide Sachen. So. Okay. Müssen wir nur den Hund wiederfinden. Können wir einfach so gehen? Folgt er uns dann? Natürlich nicht. Dogmeat. Mal gucken, in welchem Garten überall die blöden Hunderten stehen. Es ist nämlich voll blöd, dass der einfach in irgendeine Hunderte liegt. Habe ich nie verstanden. Oh, diese Kopfhörer, die ich jetzt habe, sind viel bequemer. Ja, unfassbar. Kommen wir da jetzt rein? Oh, warte, da waren wir schon drin. Hier noch eine Hundehütte? Nein, hier ist keine. Burgess will auch nichts mehr von uns, warum auch immer. Hier ist auch keine, hier war eine, ne? Die habe ich weggemacht. Ja, soll ich mal in das Bett legen, Mensch. Habe ich extra gebastelt, hier ist auch keine mehr. Eigentlich kann der nirgendwo mehr liegen. Hier ist auch keine mehr, okay. Und? Und, wo bist du? Oder ist hier noch eine? Ich glaube nicht. Hier sind auf jeden Fall keine mehr, naja. Ich meine, es gab 5 Stück. Dann ist der hier irgendwo noch liegt. Dogmeat. Ach ja, stimmt ja. Ich hab dem ja gesagt, er soll warten. Okay, Dogmeat. Lass mir folgen. Aber erst musst du es anprobieren. Oh. Aber der Sticker ist gar nicht da. Wahrscheinlich, weil der von den Taschen bedeckt, oder? Come on. Here. Hold. Bleib mal stehen. Bleib doch mal stehen. Stopp. Okay, den Sticker sieht man nicht.
Aber es sieht total süß aus. Hey, moving out. Komm. Oder eben lang. Komm. Folg mir. Ich wollte irgendwas Cooles machen. Aber ich wollte irgendwas Cooles bauen. Oder? Aber nicht hier. Ich weiß noch was. Und? Komm. Aber warte, wir können die beiden Waffen erstmal abnehmen. Ey, sie ist ja voll unnötig. Ich trenne dann schaut weg. Voll unnötig. Warum sollte man zwei Miniguns behalten? Keine Ahnung, ich mach das immer so. Kann mich nicht von einer Minigun oder einem Fatman trennen. Ich glaube, die packen auch erstmal weg, weil ganz ehrlich, bis wir die Dings geändert haben. 16, 22. Bis wir das geändert haben mit der Munition. Okay, das sieht richtig süß aus. Weißt du das? Wenn du siehst aus wie ein Packesel, aber egal. Sieht total niedlich aus. Obwohl deine Schritte viel zu laut sind. Preston. Hi. Take care of your gun. It'll take care of you. Oh, habe ich die dabei. Kaufen, ne. Mein Gott. Oh, ist so Müll dabei. Ach ja, stimmt. Wird das echt nicht eingelagert, während wir? Das ist ja doof. Ach, das wird eingelagert. Mal alles hier rein. Ich wollte gerade sagen, weil so beladen sind wir noch gar nicht. Dann habe ich noch immer was gemacht. Und zwar hier habe ich so ein kleines Ding hingestellt. Nein. Ja, wir können jetzt auch den da hinstellen. Und da kommen nämlich diese ganzen Mods rein, weil das ist so. Wir haben jetzt gar nicht mehr dabei. Egal. Okay. Die wir alle vorhin verkauft haben. Was ist das denn? Okay. Rockmeat kann 80 Sachen mehr tragen. Das ist total wahnsinnig. Aber was machen wir? Was möchte. Ist denn. Möchte denn Mama Murphy gar nichts von uns? Mama Murphy hasst uns. Ich weiß nicht warum. Mama Murphy ist nicht untouchbar. Das ist ganz seltsam. Ich wollte ja mal auf die Karte gucken. Bla bla. Ja, wir bringen Mama Murphy aber kein Jet. Nein. Ebenezer Farm hat keine Defense. Weil da Leute sind, ja, ist ja egal. Map. Jetzt ist die Frage, sollen wir da hingehen und Prestons First Dings machen? Ja, dann können wir rausgehen, hier das mal erkunden. Machen wir das doch einfach mal, ne? Fuck, wie bist du dabei? Aber dann rüsten wir auch. Ja, okay. Wir haben aber dafür einfach so viel Munition, ne? Es wäre so schade, es nicht zu benutzen. Wäre es übelst schlecht. Aber egal. Wir nehmen das jetzt einfach. Und dann muss das auch gut sein. Weil hier der Eingang ist voll schlecht. Aber reicht ja erstmal als Verteidigung. Ah, lag mir das so süß. Mit einem kleinen Rucksack. Sieht so niedlich aus. Hier ist die Dingsstation.